Klampe. Siehst du okay aus? Wir gehen gleich live. 3, 2, 1. Hier ist Gillian Jordan. Hey, komm rein, schnell! Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Sagst du mir jetzt bitte, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Hab sie betäubt. Sie wollte ihren Tracker aktivieren. Ich hatte keine Wahl. Ich habe ihr Tee angeboten. Du entführst Hanako Arasaka und lädst sie auf ein verficktes Teekränzchen ein? Ja, sie hat freundlich abgelehnt. Sag ihr die Wahrheit über Yorinobu. Ohne Beschönigung. Und sag klar, was du willst. Vielleicht hört sie auf dich. Hanako-sama, Kanojo ga Rei no Junbutsu desu. Douka Hanashi wo kiite agete kudasai. Ich war dort. In der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Hör zu, ich weiß, das ist ziemlich viel auf einmal. Ich weiß auch, dass du ehrenhaft und vertrauenswürdig bist. Deshalb habe ich ein Angebot für dich. Du? Ein Angebot für mich? Der Relic, den dein Bruder an Netwatch verscherbeln wollte, ist in meinem Kopf. Ich habe mir eine Kugel eingefangen, aber die Chiptech hat mich gerettet. Und jetzt bringt sie mich um. Eins eurer Persönlichkeitskonstrukte, ein Engramm, überschreibt meine Psyche. Ich muss das aufhalten, ehe es zu spät ist. Und du kannst mir dabei helfen. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes ihrer Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihr mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Hast du das gehört? Geh nachsehen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Ah, nicht jetzt. Wir haben uns gefunden. Scheiße! Ab!
Letzte Chance, von hier zu verschwinden. Takemura, ich kann ihn nicht im Stich lassen. Vergiss den Typen, der ist Geschichte. Und du auch gleich. Halt dich bedeckt. Augen auf. Die sind im Flur. Schieß dich in Stücke! Konzentrieren! Na los! Boah. Einheiten am Boden! Ja. Wag es nicht abzuklappen! Nicht jetzt! Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt! Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Klimaanlage ist hin, fixer Bestecke unterm Bett, Scheißhaus verstopft. Jetzt mal im Ernst, wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Ich sag... Ganz genau. Nur zwei scheiß Loser. Und ich dachte, wir hätten Ärger, als Goro Hanako entführt hat. Siehst du, das passiert, wenn man Konzernen auf den Sack geht. Man glaubt, man ist in Scheiße getreten. Aber eigentlich steht man bis zum Hals drin. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Ich will nicht, dass wir wie Takemura enden. Hörst du das? Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Nur eins? Finger am Abzug weh. Bloß kein Wort. Ich habe eine Nachricht für Wie. Fass die Tür nicht an. Ich weiß, du bist da drin. Schläfst du?
aufzuwachen. Wer ist da? Ich sagte, wer ist da? Willst du, dass es jeder im Hotel hört, oder lässt du mich rein? Ich bin bewaffnet. Mach ja nichts Dummes. Endlich. Oh, das da an der Wand, ist das Blut? Ja, jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitz direkt vor dir. Oh, geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Um eins klarzustellen, ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako, bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Tut mir leid. Ich weiß, das muss schwer für dich sein. Schmerzhaft. So sehr, dass ich die Wahrheit nicht sehen wollte. Und was jetzt? Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Zuerst mal hilfst du mir. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wäre ein echt mieser Zeuge. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi, das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten, also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich konnte Alt Cunningham kontaktieren. Die Cunningham? Genau die, die Erfinderin des Soulkillers. Sie nutzt jetzt ihre eigene Version. Das sollte mehr als nützlich sein. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Engramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders, weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Treffen wir uns persönlich. Im Embers, im Stadtzentrum. Das ist diskret. Denk nur an eines. Ab sofort müssen wir extrem vorsichtig sein. Okay, mein Job wäre erledigt. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sakerschläger irgendwie lieber gewesen. Wir haben, was wir wollten. Der Proxy hat dich doch nicht etwa erweicht. Mich? Fick dich. Komm schon, denk doch mal nach. Gestern noch lebte Hanako in einer für sie vollkommen sicheren Welt. Und was hat sie heute? Eine fremde Stadt, einen irren Bruder und eine Scheißdiebin. Genau deshalb hat sie einen Proxy geschickt. Sie ist allein und hat die Hosen voller als wir. Aha. Klack. Was? Hast du Klack gesagt? Mhm.
Das Geräusch, wie sie dir die Leine anlegt,